Nach dem Ende des Lockdowns könnte Wien die zuletzt verordnete 2G+-Regelung zusätzlich auch für die Gastronomie ausweiten. Das hat jetzt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in einem Interview angekündigt. Der Stadtrat meinte, dass die 2G+-Regelung, die ja vor dem Lockdown in Kraft getreten ist für die Nachtgastronomie und für größere Events ab 25 Personen, nun zusätzlich auch die Gastronomie nach dem Wiederaufsperren der Lokalitäten ermöglichen könnte. Die 2G+-Regelung, die besagt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen PCR-Test mit sich führen müssen. Ob es nun tatsächlich auch für die Gastro kommen wird oder nicht, das steht noch nicht fest. Aber der Stadtrat hat im Interview davon gesprochen, dass es derzeit die vierte Welle gibt, die sei noch nicht gebrochen und dass ebenfalls eine fünfte Welle kommen könnte. Man müsste sich hier entsprechend vorbereiten und Wien hätte auch keinerlei Sorgen, sich hier im entsprechenden bereits bekannten Alleingang für weitere Verschärfungen einzusetzen. Ja, und der Stadtrat sprach auch davon, dass die Schulen wieder ins totale Distance Learning wechseln könnten und es dann nur Betreuung für einzelne Schüler geben würde. Das könnte man im Moment nicht ausschließen. Das sei eine mögliche Entwicklung, die zu erwarten sein könnte. Und wenn Wien das wirklich durchsetzen würde, dann wäre das nur für den Pflichtschulbereich möglich. Für berufsbildende Schulen, da müsste der Bund die entsprechenden Entscheidungen treffen, wie es denn nun mit dem Distance Learning unter Betreuung weitergehen würde.